Von Zeit zu Zeit schwappt auch eine Welle des Hasses durch das kollektive Bewusstsein. Viele Menschen lassen sich von Gefühlen der Frustration, der Wut und des Hasses einnehmen und davontragen. Wenn dich diese Welle erreicht, kannst du dich in den Raum Soluna begeben, um dich dort von den kollektiven Schwingungen auf der Erde zu erholen. Du betrittst dann einen vollkommen neutralen Raum, in dem sich alle Gegensätze vereinigen. Dies ist ein Raum im Universum jenseits der Galaxie. Wenn du dich hierhin begibst, fallen die Energien, die in den erdnahen Bereichen wirken, von dir ab. Du gelangst ganz einfach Kraft deiner Gedanken dorthin. Entspanne dich und sage innerlich: Ich eröffne den Raum Soluna in und außerhalb von mir. Dann wirst du fühlen, wie Anspannung, Stress und alle Gefühle, die nicht deine eigenen sind, von dir abfallen. Wenn du aufhörst zu kämpfen, kannst du einen ganz neuen Fluss im Leben erfahren. Aufgeben beendet den Kampf. Im Moment der Kapitulation sagst du zu Gott, dem Universum oder zu dir selbst: Dein Wille geschehe. Das menschliche Ich gibt auf und der göttliche Plan kann sich vollziehen. In diesem Moment bricht dein Widerstand zusammen, Heilenergie wirklich anzunehmen. Wenn du Frieden für dich und andere manifestieren möchtest, begebe dich am besten zuerst in den Raum Soluna und gehe von dort in den Raum des Friedens. Entspanne dich und sage dir innerlich: Ich eröffne den Raum des Friedens in mir, in und außerhalb von mir. Du befindest dich dann in einer neutralen Dimension der Ruhe und des Friedens. Du betrittst den Raum der Erhabenheit, indem du innerlich sagst: Ich eröffne den Raum der Erhabenheit in und außerhalb von mir. Dann fühlt es sich so an, als wenn du einen hohen Berggipfel besteigst, dort Ruhe findest und die Turbulenzen der Welt vergisst. Du kannst sie von dieser Anhöhe aus in neuem Licht sehen. Du siehst weiter, als es dir im Trubel der alltäglichen Geschäfte gelingt. Du gewinnst neue Einsichten. Im Raum der Erhabenheit kannst du dich den existenziellen Themen des Menschseins, wie zum Beispiel Inkarnation, Tod oder dem Sinn des Lebens, stellen. Im Raum der Erhabenheit kannst du wie von einem hohen Berg aus auf dein Leben schauen und deinen Blick erweitern. Nimm alle Informationen, Bilder und Gefühle wahr, die du in diesem Raum empfängst. Verbinde dich mit dem alles regierenden Geist des Lebens. Er ist es, der das Drehbuch für dein Leben geschrieben hat. Frage ihn, was du dir für dieses Leben vorgenommen hast und warum du zu dieser Zeit auf die Erde gekommen bist. Du kannst in diesem Raum Einblick in eine allgemein menschliche Perspektive erhalten, die jenseits des Über-Ichs liegt. Kollektive Fesseln fallen hier von dir ab und du kannst der Essenz des menschlichen Lebens begegnen. Sie begegnet dir in einer für dich angemessenen Gestalt, vielleicht auch als Gefühl oder körperliche Wahrnehmung, als Bild, als Symbol. Du bekommst ein Gespür für die Essenz der menschlichen Existenz jenseits des Geschlechts, der Religion oder der Kultur. In dem Moment kurz vor dem Einschlafen und direkt nach dem Aufwachen bist du in einer Art Zwischenwelt, in der der Kontakt zu deiner Seele besonders leicht ist. Bitte in diesen Momenten deine Seele, dir die wichtigsten Hinweise für diesen Tag zu geben. Oder frage sie konkret: Was ist heute das Wichtigste für mich? Folge dann dem Pfad deiner Herzensfreude.
Bitte deinen Körper, alle gespeicherten Informationen und dich beschränkenden Muster auf die sanftest mögliche Art loszulassen. Bitte um Befreiung deiner Muster bei gleichzeitiger Gesundheit und Funktionstüchtigkeit. Danke deinem Körper, den Zellen und allen Organen für ihren Dienst und ihre Bereitschaft, sich jetzt zu reinigen und die höchstmögliche göttliche Ordnung in deinem Körper herzustellen. Befehle dir selbst, sei still und wisse, ich bin Gott. Und anschließend spüre dich als Quelle selbst. Spüre dich als Teil der Quelle, der seine Heimat vergaß. Dann füge diese zwei Ebenen zusammen. Erfahre das Einssein in der Vielfalt der Ereignisse. Du bist der Betrachter und der Betrachtete. Du bist ein Teil Gottes, der sich selbst beobachtet. Das Göttliche ist höchste Lebendigkeit in äußerster Stille. Fühle, wie beides eins ist. Du kannst dich auch selbst heilen, indem du mit deinem Bewusstsein zu den schwierigen Momenten deiner eigenen Kindheit reist. Dort angekommen kannst du das Kind, das du warst, trösten, umarmen und anderweitig hilfreich zur Seite stehen. Je nachdem, was es in dieser Situation braucht oder sich wünscht. So kannst du die paradoxe Erfahrung machen, dass du einerseits dieses Kind bist, dem ein helfender Engel in einer schlimmen Situation beisteht. Und gleichzeitig wird dir bewusst, dass du dieser hilfreiche Engel bist, der in seine eigene Vergangenheit gereist ist. Verbinde dich mit deinen weiteren Seelenanteilen. Du bist ein multidimensionales Wesen. Winzige Teile deiner Seele existieren gleichzeitig in anderen Dimensionen, an anderen Orten und in anderen Ebenen. Was du für dein Ich hältst, dein Bewusstsein, ist nur eines dieser winzigen Teile deiner großen Seele. Stichwort Multidimensionalität. Du kannst dich immer wieder mit deiner Seele verbinden und bitten, an die anderen Teile deiner Seele angebunden zu werden. Und zwar an die, die für dein heutiges Leben im Hier und Jetzt förderlich sind. Besonders gute Gelegenheiten sind kurz vor dem Einschlafen, beim Aufwachen oder in einer Meditation. Denn wenn du deine Seele um diese Anbindung bittest und mit deinen anderen Seelenanteilen in Kontakt kommst, kannst du deren Wissen und Erfahrungen als deine eigenen in dein Bewusstsein und in dein Unterbewusstsein integrieren. So kannst du ein viel schnelleres Wachstum erreichen. Und zwar sowohl für dich als auch für deine anderen Seelenanteile. spiritwissen.de